Für viele, vielleicht für die meisten von uns hier, ist er der bedeutendste lebende deutsche Schrift- und Informationsgestalter. Er selbst nennt sich ein Dienstleister ohne Patentrezept, was viel bescheidener klingt, aber dennoch zwei sehr, sehr wichtige und gründlich durchdachte Gedanken enthält. Und zwar zum einen das Modell Dienstleister, der sozusagen der Designer als Auftragnehmer, der eben immer innerhalb eines großen, komplexen, vielschichtigen Systems agiert. Im Gegensatz zum irgendwo frei vor sich hin genialisch arbeitenden quasi Autor, Designer, der irgendwie unabhängig ist, so läuft es ja nicht. Also der Dienstleister auf der einen Seite. Zum anderen, ohne Patentrezept bedeutet natürlich, dass man sich immer wieder neu trainieren muss, dass man immer wieder neu denkt, neu das Gehirn übt und trainiert und beweglich ist. Und für beides ist Erik Spiekermann bekannt. Er hat 1979, haben wir gerade festgestellt, Metadesign gegründet, ist seit 12 Jahren nicht mehr bei Metadesign, sondern führt das Unternehmen Eden Spiekermann mit Niederlassungen in Berlin, in San Francisco, in Amsterdam und in Stuttgart, richtig? Oh ja, muss ja sein. Ja, genau. Nabel der Welt, oder? Stuttgart? Beweglichkeit im Denken und im Handeln. Erik Spiekermann klärt heute vielleicht das Dilemma, wie kann man Teil des Systems sein und das System trotzdem verändern? Bitte schön. Ach, das war der Titel. Ja. Danke. Ich muss das ganz kurz, also es kommt wirklich vor, deswegen war vielleicht der Hinweis nicht schlecht, dass ich noch lebe, weil immer mal wieder Studenten schreiben, meistens aus sonst woher, die so eine Semesterarbeit oder eine Wochenarbeit kriegen und da komme ich dann halt vor als und dann schreiben sie und dann machen sie Recherche und dann schreiben sie, wir haben gerade gelernt, dass sie noch leben. Lösen Sie uns bitte, weil normal sind Schriftentwerfer ja tot, wie man weiß. Bodoni, Garmon und so weiter, ich will mich nicht mit denen vergleichen, aber es kommt immer wieder Überraschungen, dass Leute sagen, mein Gott, sie leben ja noch. Und dann schicken sie einem so 150 Fragen, damit man es möglichst noch erledigt. Gestern schrieb einer, oder heute Nacht, ich bin gestern Abend aus San Francisco gekommen, bin also relativ irgendwo zwischen gut und böse. Mein CO-Konto ist eine Katastrophe. Also hierher von San Francisco fliegen, das sind 12 Stunden, das ist sowas von beschissen und teuer. Das kann ich die nächsten 30 Jahre nur noch abarbeiten, wenn ich nie wieder was esse und vor gar nicht ausatme. Weil es ist ja auch CO bekanntlich, was schwierig wird, weil ich atme ziemlich viel ein. Da schrieb der, ich soll doch, das ist, die Studenten sind wirklich manchmal ganz toll, der schrieb so in einem Satz, would you please explain to me the future of publishing? Klar, sag ich, wenn ich mal 2 Jahre Zeit habe, dann schreibe ich dir mal 250 Seiten drüber. Das ist schon erstaunlich. Gut, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte immer was Wichtiges sagen. Jetzt bin ich gleich wieder. Ich bin jetzt, das ist kein Senior Moment, dieser Englisch heißt, sondern wirklich ein bisschen Jetlag. Ich wollte ganz kurz mal meine Karriere schildern. Ich habe keine. Weil der Uwe vorhin von Schreiner erzählt hat. Ich habe also, während ich zur Schule ging in Berlin seinerzeit, Schule war ja um 13:30 fertig, bei uns jedenfalls 13:20, glaube ich, muss ich mir reinbrüllen. Ich kann auch in 60 Punkt reden, ein bisschen größer. Und sein muss auch echt extra fett. Also ich kam nach der Schule nach Hause, das habe ich immer gelangt, weil Schule war immer fürchterlich, also ich fand Schule lächerlich, das hat mich völlig unterfordert. Und dann bin ich in eine Lehre gegangen, habe also während ich zur Schule ging das Sätzehandwerk gelernt. Also einen richtigen Beruf, wo man damals noch Milch trinken musste, weil Blei war giftig, kennst du auch noch, ne? Und da natürlich ein normaler deutscher Mann keine Milch trinkt, habe ich immer am Nachmittag so 6 Liter Milch getrunken, von allen anderen. Wir haben natürlich Bier getrunken, ist ja klar, in der Mittagsschicht zumindest. Und dann habe ich, während ich studiert habe, Kunstgeschichte, habe ich Drucker gelernt. Ich habe also 3 Berufe, aber ich habe diesen Beruf des Grafikers nie gelernt. Ich bin also eigentlich ein fürchterlicher Parvenu und Lehrer leider auch und eigentlich darf ich das gar nicht. Also wenn man bedenkt, dass es Leute eine Ausbildungsordnung gibt, gut. Aber ich will deswegen auch nicht großes Portfolio zeigen, sondern wenn noch Zeit ist, nachher habe ich ein paar Arbeiten, aber möchte ein bisschen was über das Thema reden, was mich auch irgendwie nicht so richtig erreicht hat, weil ursprünglich wollte ich mal, Boris,
hatte so vor Jahren mal angefragt, ob ich demnächst mal irgendwo in München auf einem Podium mit irgendwelchen wichtigen Leuten sitzen möchte. Ich dachte, ja, klar, demnächst mal. Derweil war ich aber in San Francisco und da kam von ihm das E-Mail, erinnerst du dich noch an dein Versprechen? Ich dachte, oh Scheiße, wieder ein Versprechen abgegeben. Und dann muss ich dann halt schnell kommen. Und das hat dann Boris auch noch mit Unterstützung, auch finanzieller Unterstützung von anderer Seite arrangiert. Ich bin hier also hier und habe gegen meine Gewohnheiten vor 5 Tagen schon diese paar Bilder zusammengestellt und habe deswegen völlig vergessen, was ich sagen wollte. Normalerweise mache ich es nämlich im Zug vorher oder im Flieger oder abends im Hotel. Und ich weiß nur, ich habe gestern Abend noch ein Bild reingemacht, hat mir nämlich gestern Abend ein Kollege geschickt. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das kennt keiner hier, 1983 kam das raus, Ursache und Wirkung, also der typografische Roman. Und der hatte 4 Titel. Und beim Nachdruck hat dann, das ist das Original, das hat jemand beim Antiquariat gefunden, das ist lange vergriffen. Und beim Nachdruck bei Hermann Schmidt in Mainz hat der Bertram auf diese 4 Covers, die haben wir mit Absicht, wie man sieht, so generisch gemacht, den Aufdruck Vorsicht, Ironie drauf machen müssen. So ist das hier in Deutschland. Damit nicht jemand ernst meint, ich würde solche Cover machen. Ja, und wenn, wäre es ja auch egal, ich meine. Sind doch klasse, oder? Das haben natürlich Kollegen damals bei Meta noch, wann immer das war, 85, als die 2. Auflage kam, gesagt, Leute, macht mal Bastei-Roman, also macht mal so generische Logo-Roman, man erkennt die auch alle, obwohl man sie nie gelesen hat. Aber das ist nur so, was mir gerade einer geschickt hat. Ich bin nämlich ein miserabler Sammler und ein schlechter Verwalter meines eigenen Archives, darauf kommen wir aber noch. Aber ich wollte heute mal über das denken, nämlich eine sehr unterschätzte Fähigkeit, die wir alle haben, dass wir nämlich im Allgemeinen alle denken können. Also wir können es alle, wir tun es nicht alle, aber wir können das alle. Es ist eingebaut von Geburt an, deswegen mal ganz kurz eine etwas vernünftige Gliederung, damit wir wissen, wovon wir reden. Ihr kennt das ja, man sagt vorher den Leuten, was man ihnen sagen wird, dann sagt man es ihnen, sagt man hinterher, was man ihnen gesagt hat. Ob ich zu der Zusammenfassung Zeit habe, weiß ich nicht, aber also das sind immer schon meine Kriterien gewesen. Ich erkläre das gleich mal weiter. Ich habe jetzt den Vorspann raus, ich könnte jetzt auch eine halbe Stunde erzählen, was ich für ein toller Hecht bin. Wie gesagt, lebender Schriftentwerfer, was ich alles schon gemacht habe, ist doch alles völlig uninteressant. Also mich interessiert es nicht mehr, weil es ist ja schon gemacht. Mich interessiert nur, was kommt, nicht was schon ist. Also das ist das Allererste. Was heißt das? Das heißt, das ist das. Wir denken, dass wir den Kopf benutzen. Das Zweite ist, dass wir auch Dinge machen, wir vergessen das hin und wieder, dass wir eben durchaus auch anfassen. Und wenn es nur Papier schneiden ist oder Kleben. Wir sind gerade dabei, in ein neues Büro umzuziehen, dazu kommt auch gleich noch was. Und da ist der Bastelraum, wie er genannt wird, nee, bei uns aber sogar Schneiderraum. Also wir schneiden ja nicht Filme, aber wir schneiden das schon auf Matten und es wird geklebt und es wird mit großen Druckern hantiert. Also, und da gibt es auch immer Andrang, weil dann gerade die jungen Leute, die jetzt so aus dem Studium kommen, die so Mitte, also so euer Alter, so Mitte 20 sind, die wissen nicht, wie man Messer anfasst. Und dann kann ich mal meinen wunderbaren Trick zeigen, ich kann nämlich heute noch einen geraden Schnitt machen. Also ich kann noch 70 cm in einem Stück durchschneiden, das ist pikogerade. Halt mal Pico gerade? Nee. Schnurgerade, weil das habe ich mal gelernt, zum Körper hinschneiden, einatmen, ziehen, ausatmen, der Schnitt ist gerade. Und das kann natürlich keiner mehr. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil ich alt bin. Wobei mir auch mal jemand gesagt hat, entweder war es, ich glaube es war Ed Bengert, weil immer Leute so erzählen, oh, I've been doing this forever. Also das mache ich immer schon. Das heißt ja noch gar nichts. Man kann auch jemand, kann auch 30 Jahre lang Scheiße gemacht haben. Das ist immer noch kein Qualitätsbeweis, dass man alt ist. Das heißt, man hat es lange schon gemacht. Also ein wenig darüber reden sollte ich vielleicht, wie wir arbeiten. Aber das Substantiv, und das ist leider das, was die Leute meistens vortragen, was wir tun. Ich finde das inzwischen, das ist vielleicht ein wenig die Langeweile, die mit dem Alter kommt, fast schon nicht mehr so richtig interessant, weil ich habe es ja schon mal gemacht und so langsam wird es mir langweilig, meine eigenen Portfolios zu zeigen, wobei die meine sowieso unsere immer sind. Ich bin nicht der weltbeste Grafiker und bin auch nicht der weltbeste Schriftentwerfer. Ich bin nur ziemlich gut darin, mir gute Leute zu holen, die besser sind als ich. Und das liegt auch nicht daran, dass ich keine Eitelkeit habe, sondern dass ich einfach faul bin. Und dass ich es wunderbar finde, wenn ich Leute um mich habe, die einfach Sachen besser können als ich, weil ich am Ende stehe ich ja da und erzähle das und glänze damit. Da fällt ja immer was ab für mich. Aber so alleine bin ich nicht so wahnsinnig, würde ich nicht besonders weit kommen wahrscheinlich, glaube ich. Naja. Ich weiß nicht, ob wir den Scheiß anfangen. Ne? Also wie fangen wir an? Das ist ja das Erste. Das ist ja immer das große Thema. Da sagt einer, Boris, mach mal einen Vortrag. Der hat dann, nachdem ich den Vortrag fertig hatte, mir geschrieben, was ich sagen sollte. War immer so ein wunderbarer Text, Boris.
Den habe ich dann leider ignoriert, weil ich war ja schon fertig, aber ich habe es mir ungefähr gedacht. Geht ja um Verantwortung, ich kann ja lesen. Unser größtes Problem ist doch eigentlich immer, wie geht das los? Also wie fängt man ein Projekt an? Da haben wir auch schon gehört, da gibt es Workshop, da waren wir wahnsinnig kreativ. Der Titel von Stefans, dem nächsten Buch habe ich gerade gelernt. Also es gibt ja alle möglichen Methoden, da hängen wir Sachen an die Wand. Es gibt Strategien, ich habe davon mal 5 identifiziert. Einige sind die vielleicht auch schon bekannt, weil ich habe sie hin und wieder mal an anderer Stelle veröffentlicht. Die erste Strategie, das ist natürlich die häufige, die wir alle kennen. Die heißt einfach nichts machen. Liegen lassen. Kaffee trinken, rummachen. Da geht man hin und bügelt seine Hemden, also ich zumindest, wäscht mal das Auto oder putzt die Fahrradkette. Man macht alles Mögliche, nur nicht die Arbeit, weil es ist ja noch Zeit. Man hat ja noch, es gibt ja, der Tag hat ja 36 Stunden bekanntlich, also kann man es noch liegen lassen, es drückt ja nichts. Und ohne Druck habe ich noch nie was gemacht, weil es gibt 1000 Sachen, die ich lieber machen möchte. Wenn ich den Spiegel mal lese vom morgens bis abends, mache ich auch nur, wenn ich dringende Arbeit habe. Das ist die eine Methode, kennen wir alle, der Druck muss wachsen. Sonst würde auch mein Haus nie geputzt oder meine Fahrräder schon gar nicht, wenn ich nicht Arbeit vermeiden würde. Das zweite ist, und das tut ein bisschen weh, ist Denken. Weil Denken heißt, man muss sich hinsetzen und in eine Richtung gucken eine Weile und nicht tweeten dabei oder Facebooken oder Fernsehen oder so eine Scheiße oder Radio hören. Man muss wirklich denken. Und Denken ist, es tut weh, ist aber nichts Schlimmeres, als wenn ein Auftraggeber zu einem sagt, und auf Englisch heißt es Blue Sky, wenn man sagt, was soll man denn machen, wenn er sagt, ach wissen Sie, machen Sie doch mal, seien Sie doch mal kreativ. Da kriege ich die Oberkrise. Das heißt, er weiß nicht, was er von mir will. Wie soll ich es dann wissen? Blue Sky, just think, oh, das ist jetzt das Allerschlimmste. Wobei ja ansonsten, das ist ein Schnitt von meinem Hirn. Ich weiß nicht, aus welchem Teil jetzt. Was man so auf so eine Glasscheibe und das Mikrofon legt. Mikroskop. Oh Gott. Mikroskop. Ich glaube, ich gehe nochmal nach Hause und fange mal von vorne an. Mikroskop. Also euer Gehirn sieht auch so aus, ich zeige es ja auch nur deswegen, weil es ist völlig leer. Das ist also ein Riesenspeicher, ihr kennt das alle, ich habe so eine Festplatte in der Tasche, da sind 500 GB drauf, alles was ich eigentlich habe, aber ich weiß nicht, wo es ist. Das ist das Problem, wie ich gerade gemerkt habe mit den Wörtern, ich kenne alle Wörter, mir fallen sie nur nicht im richtigen Augenblick ein. Das Problem, was wir alle mit unseren Festplatten haben, wir haben alles, wir wissen nur nicht, wo es liegt, ob das im Witzhörregal oder sonst wo ist. Es ist alles nie da, wenn man es braucht. Deswegen gibt es die Recherche. Ich habe als Kind immer gewusst, das ist ein blödes Wort, wenn ich gelernt habe, Recherche. Wieso? Und ich dann irgendwann mal, da war ich schon in den 20ern, gemerkt, dass das Recherche heißt. Muss man erst mal wissen, oder? Da steht doch Recherche. Ich habe uns das Logo von München mal umgedreht. MQCW heißt es jetzt. Oder? Geht auch, oder? Q ist immer gut, das heißt quer. Schönes Wort. Also Recherche heißt ja, dass man so in den Jahrbüchern rumguckt, so was hat so der DNRD gemacht, was gab es gerade im ADC. In meinem Fall ist es ein ziemlich großes Bücherregal oder viele große Bücherregale, die so groß und so unpraktisch sind, dass ich sie besteigen muss. Ich meine, das ist im... Halt, wo ist das Bild? Nächste Folie steht 17 von 54, da ist es. Das ist Spiekermann auf seinem Bücherregal. Da muss er rauf und runter fahren. Ja. Das ist ein bisschen bescheuert, aber wir haben wirklich mit Leitern rumgemacht. Aber das ist 6 Meter hoch und ich habe halt so scheiß viel Bücher und muss 150 Jahre alt werden, um sie je alle zu lesen. Ich muss 120 werden, um meine Hypothek abzubezahlen, 150, um alle meine Bücher zu lesen. Also ich muss gesund leben eigentlich und nicht mehr so viel in der Gegend rumfliegen. Es hat den wunderbaren Vorteil, ihr könnt euch ja vorstellen, ich finde da immer irgendein Buch, immer das, ihr wisst ja, das Schöne ist ja beim Büchersuchen, dass man andere Bücher findet. Ich suche also irgendeinen, von dem ich nur weiß, dass es blau ist. Stellt sich meistens als grün heraus. Und dann fährt man da lang, oder ich fahre da lang, mit meiner Fernbedienung. Wenn ich sie je aus der Hand fallen lasse, sehe ich ziemlich albern aus da oben. Dann muss ich nämlich, ist mir auch schon passiert, dann bin ich mal froh, wenn keiner im Haus ist, mich da oben zappeln sieht. Das ist übrigens Eric Gill, von dem ich ja bei Geburt getrennt bin. Also man sieht sie ziemlich ähnlich. Das ist schöner, also ich suche ein Buch und finde ein anderes. Und dann finde ich noch ein anderes und dann sind plötzlich 3 Stunden weg, sitze da oben in meinem Schaukelsitz und lese Bücher. Das ist wunderbar. Weil ich bin zwischen Himmel und Erde, kann einen kein Telefon, kann einen keinen Computer, gar nichts. Wunderbar. So, das nur mal nebenher. Dann kommt, also zum Recherchen gehört dann auch, dass wir natürlich alle nur deswegen recherchieren können, weil wir so viel gesammelt haben. Wir sind alle, glaube ich, alle. Ich kenne keinen einzigen Gestalter, der nicht irgendwas sammelt. Und wenn es, wie in meinem Fall, Fahrräder sind, ich habe bislang nicht alle Fahrräder aufgehört, ich habe plötzlich festgestellt, ich habe 12 Fahrräder.
auf mehrere Städte verteilt, gut, aber warum braucht ein Mensch 12 Fahrräder? Was ist sowas von bescheuert? Aber irgendwie, weil sie haben alle 2 Räder und einen Lenker, aber das fand ich einfach so cool, das Fahrrad. Das habe ich dann kaufen müssen. Das ist mir viel zu klein. Das ist ein 55er Rahmen, ich brauche eigentlich 57, 58 sogar. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Fahrrad. Wunderbar altmodisch. Ich habe ganz viele davon, fahre die auch täglich, also nicht alle gleichzeitig natürlich. Habe schon überlegt, ob ich nicht mehr 6 zusammenbaue, dann kommen die mal alle an die Luft wenigstens. Und ich habe auch ein Auto, aber da sieht man wiederum, dass ich als Sammler eigentlich nicht geeignet bin, weil ich habe das Auto seit 30 Jahren derweil und ich werde auch nie wieder ein neues Auto kaufen. Irgendwie sind einfach manche Sachen, hört man einfach mit auf. Im Auto heutzutage ist sowas für völlig bescheuert. Und genauso, das habe ich nicht gewusst, dass die Witze-Leute hier sind. Ich habe natürlich für meine Braun-Sammlung ein Witze-Regal gekauft. Wobei diese Sammlung ist irgendwie alles meine Sachen keine Sammlung. Ich habe nie was gesammelt. Ich habe es nur. Also das heißt, ich renne nicht hin und gucke auf eBay nach oder irgendwelchen komischen Vereinszeitungen, wo ich jetzt noch Braun-Verstärker CVS 300 herkriegen kann. Ich glaube, CVS 300 ist der hier. CVS heißt irgendwas mit C für Stereo, nee, Kompakt, Verstereo, heißt ja immer CVS oder CSV, weiß nicht mehr. Diese haben sie im Laufe der Jahre einfach eingefunden. Also mitunter stand einer vor der Tür und sagt, du sammelst doch Braun und hat mir einen Schneewittchensack geschenkt, da unten das Ding. Hin und wieder eben, also irgendwie sind sie plötzlich alle da. Genau wie mit diesen Kameras. Ich bin kein Kamerasammler, aber plötzlich habe ich irgendwie 6 Leicas. Also weil im Laufe der Jahre immer irgendwie und dann bin ich in so einem Laden und dann ist eine billige Leica, denke ich, mein Gott. Ehe die jetzt ein schlechtes Heim findet, dann soll sie doch mein Heim finden. Und die tun auch alle. Also die funktionieren, man muss einen Film reintun bei einigen. Ich habe auch noch einen Kühlschrank voll Filme, die auch irgendwie schon seit Jahrzehnten da sind. Schwarz-Weiß-Filme. Und kann auch noch selber. Und dann, was dann passiert mit dieser scheiß Sammelei, dann haben wir den Schrank voll oder die Festplatte voll mit. Ich habe neulich gezählt. Also ich habe einfach mal so ein kleines Skript durchlaufen lassen. Allein auf meinen diversen Servern, was da an JPEGs liegt. Ohne Tipps, ohne alles andere. 36.000. Die Bilder habe ich natürlich nie im Leben gesehen, die will ich auch nie wieder sehen, ich weiß nicht, was da drauf ist. Und die sind da alle irgendwo, auch so, die kann man auch toll finden, weil die heißen dann DVSX. sowieso. Oder wie soll ich da je wieder was finden? Wie soll das sein? Warum mache ich diese Bilder? Es ist unfassbar, aber irgendwie haben wir das alle. Es ist eine Art von Umgang mit der Arbeit, die ich nicht verstehe, die wir aber, glaube ich, alle haben. Das Einzige, was ich wirklich seit einiger Zeit wieder extensiv praktiziere, ist das Zeichnen. Ich habe plötzlich gemerkt, ich kann das. Also eigentlich sollten sie alle von uns kennen. Es ist einfach. Wir haben es heute Morgen bei Uwe gesehen. Das Zeichnen ist ja mit sich selber reden eigentlich. Also dass ich jetzt in diesem Sinne keine Zeichnen, da habe ich mir irgendwas, das ist wahrscheinlich auch schon wieder, weiß der Himmel, 10, 12, 15 Jahre her, so ein Büchlein. Man kann ganz schnell mit sich selber was klar machen, weil ich kann ja meine eigene Zeichnung lesen. Wir haben aber inzwischen gemerkt, da kommt gleich noch was dazu, dass wir im Büro auch wieder verstärkt untereinander zeichnen. Also zeichnen ist ja, also ich weiß ja, wenn ich an die Wand gehe, hier sagen wir unter uns jetzt und so mache, sind wir alles A4. Klar. Wenn ich so mache und so, ist das ein Bild. Und so rum ist halt, ja, guck mal. Wenn wir es in Amerika machen, ist 8.5 by 11. Also wir haben das, wir können das. Und so ist Text und so ist eine Headline. Wunderbare Methode. Ich kann dazu nur empfehlen, Helmut Lorz, der leider tot ist, lange in Berlin Professor war, hat ein ganzes Buch darüber oder einer seiner Studenten hat es hinterher gemacht. Ganz einfache Methode, wie man anfängt, von einem Rechteck aus zeichnen zu lernen. Wie man aus einem Rechteck eine Streichholzschachtel oder ein Streichholz oder irgendwas bauen kann. Und ich habe jetzt in letzter Zeit einige Male in so Business-Seminaren, wenn ihm aus irgendeinem Grund jemand gibt, bietet mir 5.000 Euro an bei irgendwelchen Business-Leuten zu vortragen, was ich normalerweise ungern machen würde. Bei 5.000 kann man sich schon mal überreden lassen. Ich will auch bei 3 anfangen, wenn sie mir den Flug bezahlen. Früher muss ich einmal erzählen, warum Design so toll ist, warum sie alles alle erfolgreich und groß macht und besser ist als Penisverlängerung und so weiter. Heute habe ich jetzt das dritte oder vierte Mal mit denen schon einfach gezeichnet. Sagt er, ich bringe Ihnen in 20 Minuten Zeichnen bei. Nö, doch. In 20 Minuten können wir alle anderen Leuten Zeichnen beibringen. Nämlich die Angst davor nehmen, einen Stift in die Hand zu nehmen und eine Perspektive zu malen. Wie stelle ich Tiefe her, wie stelle ich Licht und Schatten her? Es ist banal, können wir alle. Wunderbare Methode, ich empfehle es, kommt gleich noch was dazu. Und die andere und die letzte Methode, und das hatten wir auch gerade schon mal von Martina gehört, ist, dass man einfach eine Sache auseinander nimmt. Da war irgendein Spruch dabei. Also wir nehmen was auseinander,
Das heißt, das Problem, gucken uns das Problem in seinen Bestandteil an und bauen es hinterher wieder zusammen. Das habe ich früher, als ich noch selber an Autos gebastelt habe oder heute an Fahrrädern, mache ich auch immer wieder. Es bleibt immer ein Teil übrig. Irgendwie immer eine Schraube, eine Mutter, ein Bolzen liegt daneben. Alles funktioniert, ich habe trotzdem ein Teil übrig. Also will heißen, unsere Geräte sind relativ tolerant. Die haben noch was drin. Das ist wie mit dem Henry Ford, mit dem Kingpin, was auf Deutsch, vorhin wusste ich noch, was das auf Deutsch heißt, Kingpin. Das ist der, shit, was ist der Kingpin? Der Achsschenkelbolzen, ha! Das ist das, auf dem die Achse rollt, wenn der zu groß dimensioniert ist. Also wir haben noch in unseren Geräten so viel Toleranz, dass man immer was findet, wenn man es auseinander nimmt. So, also das zu viel zu diesen 5 Strategien. Ich glaube, wir kennen alle, kennt jemand noch eine 6. vielleicht, die mir entfallen ist, also außer vermeiden, die wir, glaube ich, alle teilen. Gut, dann immer die Frage, wie arbeiten wir, wie machen wir das? Und da ist, ich sage es nochmal, unsere Methode immer mehr geworden in letzter Zeit. Wir haben wieder angefangen zu zeichnen. Wir arbeiten inzwischen bei uns mit ziemlich vielen Leuten an, das ist, glaube ich, sogar richtig rum, und zwar eine ganz banale Methode. Da gehen also plötzlich 6, 7 Erwachsene an so eine lange Wand. Das ist zum Beispiel, wie man sieht, eine Website, sieht man ja sofort. Und dann malen wir halt. Das geht rasend schnell. Was wir machen, wenn wir zum Beispiel, was häufiger vorkommt, jetzt irgendwie ein User Interface, glaube ich, heißt es auf Deutsch, für ein iPad machen würden oder ein iPhone, dann drucken wir dieses iPhone in 1:1 aus auf dem Plotter, ungefähr 100 Dinger auf so einer 6 Meter, also der Plotter kann 6 Meter lang drucken, 6 Meter mal 70 hoch, also eine lange Wand, und darauf sind dann so 60 oder 100 iPhones und dann malen wir da rein. Dann hat man nach 2 Stunden hat man alle Ideen, die man je braucht, fotografiert das und fertig. Das geht 1000-mal schneller, als digital zu arbeiten. Und weil das manchmal gut ist, die Arbeit zu beschleunigen, haben wir vor, ich glaube, es ist jetzt 2 Jahre her, mal gesagt, weil natürlich die eigene Website nie fertig wird. Übrigens auch der Grund, warum ich jetzt kein großes Portfolio zeige. Edenspiegermann.com kann sich sowieso jeder das Zeug angucken. Das ist dann natürlich nie up to date, das ist auch klar, weil man zu den eigenen Sachen ja die Zeit hat, aber es ist halt da. Deswegen muss ich ja nicht groß angeben, das gibt nämlich sich selber an. Wir haben einfach mal gesagt, wir schaffen diese eigene Website sowieso nie. Also haben wir 48 Stunden Marathon, Cola und Pizza. Das übliche Programmierergesöff muss man ja wohl machen. Und da unten sitzen die, einer von den Kahlköppen bin ich. Wir waren 6, maximal 8 Leute, haben am Donnerstagmorgen angefangen, wollten eigentlich am Freitagabend fertig sein. Das war natürlich dann Samstagmorgen, ist da. Es waren also 48 Stunden plus Mehrwertsteuer, also ein bisschen mehr. Und dann war die Website fertig. Jetzt wird es einmal dunkel und dann wird es wieder hell und dann ist Schluss. Da kommt, glaube ich, Pizza. Das ist wieder morgens. Ach, hab vergessen. Das ist wahrscheinlich samstags morgens um 2 Uhr und dann waren wir halt fertig, weil wir waren auch fertig. Wir waren müde und wir waren ernsthaft fertig. Und dann war die Website so weit, also das heißt, sie waren auch natürlich eigentlich noch nicht richtig fertig. Ist ja, außerdem ist eine Website übrigens nie fertig. Das muss den Auftraggebern auch immer wieder sagen, eine Website ist nie fertig. Es gibt immer nur Beta. Es gibt ganz viele Betas, aber ich habe noch nie eine fertige Website gesehen. Denn wenn sie fertig ist, müssen sie neu machen. Es ist halt so. Da gibt es neue Methoden. Was wir natürlich immer machen heutzutage, da sieht man es gleich, ich könnte es auch gerne mal live vorführen. Website muss auch aufs Telefon passen, ist klar. Das ist übrigens relativ einfach inzwischen. Es gibt ganz banale JavaScripts. Das Layout muss so sein, dass man es auf ein- oder zweispaltig runterschieben kann. Könnt ihr gerne auf unserer Website probieren heute. Funktioniert auf dem Telefon genauso. So basteln wir halt. Das heißt, wenn man es gemeinsam arbeiten will, kann man so, wenn man entweder an einem Tisch sitzt, sich in einem Raum einschließt, wie beim Vatikan, und da muss eben weißer Rauch kommen, solange bis am Weiher geweht ist. Oder man arbeitet dabei auch noch möglichst in die gleiche Richtung, das heißt an eine Wand. Wenn man in die Computer gehen, ist dann schon die zweite Phase. Und da kommen dann solche Sachen bei raus, zum Beispiel so eine Seite für KH, die ist genauso entstanden, relativ primitiv. Wir haben eine Music-App für die Leute gebastelt. Mehr ist das nicht, das ist also kein Geheimnis, man malt einfach rum. Und wenn man zu mehreren malt, dann wird es im Laufe der Zeit immer besser und irgendwann ist es einfach fertig. Dann sagt man, okay, jetzt gehen wir ins Programmieren. Und das dauert auch nochmal 2, 3 Tage. Also ich finde das immer noch die beste Methode. Aber das war wie arbeiten. Will ich schon ganz gerne vorstellen, wer da arbeitet, denn es ist ja nicht ganz unwichtig, dass es, ich habe schon erzählt, dass es nicht ich ist, sondern die Chemie
des Ortes ist schon ziemlich wichtig. Also ich habe jetzt, glaube ich, nur Bilder von drei Orten. Berlin, wir ziehen gerade um, das kommt auch gleich noch. Amsterdam, da ist gerade Mittag anscheinend. Stuttgart, da ist immer schön leer, aber da sitzen nur drei Leute von uns. Übrigens auch eine erstaunliche Erfahrung, dass wir heutzutage denken, naja, ist sowieso alles elektronisch und alles von weit her. Die Tatsache, dass wir da, wo wir für einige Auftraggeber arbeiten, nicht nur für Bosch, dass wir da sitzen, ist immer noch erstaunlich. Also wenn wir, obwohl es über den Einkauf läuft und das alles Riesenprojekte sind, die Tatsache, dass da jemand sitzt, der mal vorbeikommen kann oder mal gemeinsam einen Kaffee trinken, bringt uns wahnsinnig viel Geschäft einfach. Das ist so banal, wenn man das anhört. Wird zwar alles theoretisch ausgeschrieben, aber die Ausschreibungen gewinnen dann doch immer die Leute, die halt dann auch zufällig da sind. Nicht immer, aber das hilft auf jeden Fall. Also der alte Meetspace, ich habe es geschrieben neulich, wann immer das war, von Betagen 97, ich müsste es mal nachzählen. Weil jetzt mache ich das, was man übrigens nie da soll, nämlich live hier ins Rausgehen. Ah, halt, scheiße, jetzt bin ich falsch. Nee, halt, das ist das nächste. Oh Gott, ich habe hier zwei Bilder vor mir und das geht irgendwie andersrum, von links nach rechts. Da ist das nächste Bild. Da ist das nächste Bild, da ist das jetzige Bild. Da blickt ja keiner was. Nee, halt, falsch, siehst du, scheiße. Ich wusste es, Entschuldigung. Ich bin, ihr merkt, ich bin nicht besonders gut vorbereitet. Da müsste eigentlich jetzt so ein Link oben kommen. Warum ist das da nicht? Siehst du? Ich bin nicht der Erste, der daran scheitert, merke ich gerade, was hier oben ist. Da müsste ich, siehst du? Der Link funktioniert. Also mache ich das. Dass man nie machen darf, nie aus dem Programm rausgehen, in dem man gerade ist, in das nächste. Das ist ein ganz großer Fehler. Jetzt sehe ich nämlich hier die Bildleiste nicht. Da unten ist er, warte mal. Oh Gott. Jetzt muss ich eigentlich in den Browser kommen. Da ist er. Ach, das geht deswegen nicht, weil ich habe ja den zwei. Ah. Scheiße, ich bin auf den zwei Bildschirmen hier. Jetzt muss ich den da rüber schieben, siehst du? Ah, das ist der Trick. Ja, das ist nicht seine Schuld, Heiner. Das ist übrigens der geniale Sysop hier. Nein, das ist so, das ist diese Preview-Geschichte, die es bei Keynote und bei PowerPoint gibt, dass man hier, ich sehe hier schon mein nächstes Bild, sonst hätte ich ja keine Ahnung, was ich hier rede. Und da ist das dann schon. Und wenn ich jetzt den Bildschirm, naja, wisst ihr. Jetzt müsste ich irgendwie hier noch den Scrollbar finden. Wie heißt der auf Deutsch? Den Rollbalken oder Gerollbalken, glaube ich eher. Den hat Barney Gerollheimer erfunden. Ich müsste jetzt mal zählen. Also ich weiß nicht, wie viel. Das sind sechs Leute rüber und ich habe es nicht mitgezählt. Wie viele sind es? Hat einer mitgezählt? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Also um die 90, können auch 100 Leute sein. Ich muss deswegen nachgucken, weil das sind die Festen, wohlgemerkt, nicht die Freien. Weil das ändert sich nun mal alle Tage und ich war jetzt ein paar Wochen nicht in Berlin und wahrscheinlich gibt es wieder ein paar neue, die ich noch nicht kenne. Lukas Hodel, den habe ich noch nie gesehen. Der muss neu sein. Klingt auch so, als wenn es ihn gar nicht gäbe, ne? Wir haben sie wieder reingeschummelt, Lukas Hodel. Das ist erstaunlich, kenne ich nicht. Der ist offensichtlich neu. Na gut, wie auch immer, ihr habt es verstanden, das muss ich wieder. Das ist so fürchterlich, aus dem Programm raus und wieder rein und dann. Oh, jetzt muss ich wieder in Keynote zurück. Oh shit. Jetzt bin ich wieder in Keynote. Ja, Glück gehabt. Macht das nie. Darf man nie machen, nie aus dem Programm rausgehen. Also, wie arbeiten wir? Es gibt, ich habe es neulich mal wieder irgendwo publiziert gesehen, ich habe so ein Idealmodell vom Büro, was das heißt The Rund Bureau auf Englisch, schon ein paar Mal zitiert worden. Das hat nie einer so richtig verstanden. Das ist natürlich kein Gebäude, sondern ein Prinzip. Es geht darum, dass wir, wenn wir mit so vielen Leuten arbeiten und eigentlich gemeinsam arbeiten wollen, sobald wir an so verschiedenen Tischen sitzen, redet ja keiner mehr miteinander. Ich kenne das noch aus der Zeit, als wir drei Etagen hatten bei Meta. Da war es ja dann, die im dritten waren, glaube ich, die Programmierer, im vierten waren die Designer, im fünften waren ich weiß nicht was. Also, ach, die aus dem dritten, alles Loser. Oder die Idioten aus dem zweiten oder die Wichser aus dem fünften. So. Das war alles fürchterlich, weil man kannte sich auch nicht einfach. Das waren irgendwelche Menschen, die gingen morgens ins Büro, abends wieder raus. Keiner wusste, wer die waren. Das ist natürlich fatal. Deswegen in meinem Büro ist es so, man muss da vorne wie in die Manege, wie die Löwen in die Manege, durch so ein Gitter durch. Und dann kommt man in die Küche, in den Espresso-Raum, da wo auch das Büro so ist, wo telefoniert wird, wo es Ordner gibt, wo die Leute sitzen, die einem die Flüge buchen oder die Züge buchen, wie auch immer. Und da drumherum ist dann das Handwerk, also der berühmte Schneiderraum, the Cutting Room, wie er bei uns heißt. Da ist der große Drucker und der Plotter und da wird so rumgemacht, noch richtig. Und wie man da sieht, gibt es da zwei Zugänge und von dem wiederum gibt es nur einen zu einer nächsten Etage. Da sitzen dann nämlich so die Mäusepusher, die Kollegen, die ganz normal arbeiten mit den allerneuesten Computern, wie man da sieht. Und
die halt so die Arbeit machen. Und das können jetzt 30, 40, 50, 100 Leute sein, ist ja egal. Und die haben auch wieder nur zwei Zugänge. Die müssen also, wenn sie aufs Klo wollen, wenn sie Kaffee trinken wollen, wenn sie irgendwas anderes wollen, müssen sie immer durch die Mitte. Die müssen immer an den anderen vorbei. Sie müssen sie immer stören. Mit diesem, ach, den habe ich schon mal gesehen, der muss hier arbeiten. Der war halt mehr als zweimal da und der trägt keine Leiter. Wenn er Leiter trägt, ist er nämlich ein Mechaniker. Könnte ja auch ein Leiter sein. Entschuldigung. Und dann gibt es noch mal einen draußen. Jetzt haben natürlich viele Leute, die das Modell gesehen haben, jetzt gedacht, die draußen haben nur Tageslicht. Weil draußen, das sind dann die Chefs sozusagen, die haben dann die normalerweise im obersten Stock, wir haben bei der Deutschen Bank. Das ist natürlich nur ein Modell. Kinder, das ist eine Skizze, das gilt nicht. Das wird nicht so gebaut. Gebaut wird so. Hallo. Gebaut. Da ist es. Das, so sehen meine Schlamperskizzen aus. So was macht man halt irgendwo auf der Bahn auf den Knien. Das ist unser neues, ich kann eigentlich hier hingucken, hier steht es ja schon. Unser neues, demnächst ein neues Büro. Und da ist das Wichtigste, also da unten ist, wie man sieht, keiner laut genug sprechen, oder? Also da kommt man rein. Es gibt noch ein paar andere Fahrstühle, die sind alle verboten. Wir müssen durch diesen Fahrstuhl rein, damit man in den Empfang, die Telefonzentrale, wo immer reingeht. Und da ist dann rechts die Espressomaschine, das Herz des Unternehmens. Die wird immer größer, also wir bauen immer mehr an da. Und dann sind diese Bänke, Tische, das sind so eine, sind 90 hohe, wo man so, ja, so ein bisschen biergartenmäßig sitzt. Man kann da links, Garderobe nichts, da links gibt es eine Projektion eventuell. Denn wir haben noch jeden Tag fast eine Gelegenheit oder eine Pflicht, uns was gemeinsam anzugucken. Wenn es nur ein Briefing ist, wir machen mit den Onliner machen ihren Scrum jeden Morgen. Ich weiß nicht, ob wer das hier kennt. Die Methode morgens um 9:30, 10 Minuten im Stehen den Tag durchzugehen. Nicht hinsitzen, weil hinsitzen macht lahmarschig. Da steht man nie wieder auf, sondern im Stehen und ohne Kaffeetassen. Konzentriert 10 Minuten lang. Das machen so 2, 3 Teams. Geht auch nicht mit mehr als 10, 12 Leuten. Und das wird passiert in diesem Raum. Also man kommt da in die Mitte rein, wie ich das vorhin sagte. Leider sind die Etagen heute eben lang. Das Ding ist irgendwie, weiß nicht, gefühlte 500 Meter lang. Das sind 1000 Quadratmeter auf einer Etage. Also mein Prinzip, das Rundbüro ist natürlich da nicht besonders rund. Das Gebäude zu biegen, wäre sehr teuer gewesen, zumal es das Gebäude schon gibt. Also wir ziehen da einfach ein, nur wir zwingen auch hier alle immer wieder mehrmals am Tag durch die Mitte zu marschieren, damit die Leute, die da vorne sitzen, sagen können, komisch, der war heute noch gar nicht da, der muss krank oder tot sein oder hat uns verlassen, eins von beiden. Aber es ist immer, Sie kennen das, wenn da ruft man irgendwelchen Buden an, sagen Sie, ja, ich weiß nicht, woher sowieso ist, ich rufe mal durch, der ist nicht an seinem Platz. Der ist allein schon nicht an seinem Platz, was immer das heißt, als wenn das irgendwie ein Hund wäre, der in seiner Hütte sitzt. Der ist nicht am Platz, genau übrigens wie vor Ort. Ja, vor Ort ist übrigens ein völlig falsches, vor Ort heißt nämlich, das ist ein Bergwerksausdruck. Der Ort ist der, da wo die Kohle abgehackt wird, das ist der Ort. Da gibt es einen Ortsgang, gibt es beim Bauen. Also vor Ort ist auch so ein blödes Marketingdeutsch. Schrecklich, würde ich nie benutzen. So sieht inzwischen die Baustelle aus. Jetzt habe ich, ich gebe so einen Zähler für abgelaufene Zeit, den habe ich jetzt abgestellt, gerade als ich im Programm raus bin. Jetzt weiß ich nicht mehr, abgelaufene Zeit 0, habe ich ja wieder Glück gehabt. Ich habe die Uhr genullt, scheiße. Da wird also gerade gebaut, da gab es vorher noch einen Flur, die Flure haben wir alle weggerissen. Es gibt im Prinzip einen großen Raum mit ein paar Nebengeläßen und das ist es. Und am wichtigsten aber ist nach wie vor, wie wir arbeiten, dass wir mehrere Espressomaschinen haben, dass wir mehrmals die Woche uns... Ich habe immer gedacht, der Typ da hinten, der säuft, aber der fotografiert. Da dachte ich mir erst, was macht denn Christian auf dem Stuhl mit der Flasche morgens um 9? Nein, er fotografiert offensichtlich. Also wir haben inzwischen einmal die Woche so ein, wie nennen wir das, ich weiß gar nicht, wie es gerade genannt wird, aber einmal die Woche um 9 Uhr und das ist der einzige Tag, wo sie alle kommen, weil es da Frühstück gibt. Sonst kommen sie erst so 9:30. Kommt irgendjemand von außen, der Viertelstunde über irgendwas erzählt. Da war auch schon mein Schuhmacher da. Da kommen einfach Leute, die was können, was Interessantes machen. Die wir irgendwo finden. Komm eine Viertelstunde, erzähl uns was, damit das Gehirn mal ein bisschen durchgeflutet wird. So, und jetzt kommen wir zum Manifest. Wir haben gerade gehört, dass allerletzte Zeit Manifeste machen. Ich mache immer schon Manifeste. Nun sind meine Manifeste meistens nach innen gerichtet. Das ist nämlich viel wichtiger als die Angeberei nach außen. Ich habe also für Meta damals 79 schon ein Manifest gemacht. Wir haben auch jetzt zwei. Eins für Auftraggeber und eins für uns. Ich unterscheide übrigens nochmal deutlich zwischen Auftraggebern und Kunden. Ich habe Auftraggeber, keine Kunden. Ein Kunde ist nämlich, wie das Wort schon sagt, einer, der Bescheid weiß, der kundig ist. Der Kunde kommt in den Laden, klingeling, guten Tag, ich hätte gerne einen Pfund Butter. Der weiß, was er will, der kriegt einen Pfund Butter, ist ein Kunde. Ein Auftraggeber sagt, würden Sie mir eventuell eine Kuh besorgen und Milch machen und daraus Butter herstellen?
oder was in der Art. Also ein Auftraggeber bestellt was, das ist nicht fertig. Der hat auch meistens keine Ahnung, was er will. Das ist ja, was wir versuchen beizubringen. Also, wir haben Kunden. Wir haben keine Kunden. Wir arbeiten für die Kunden unserer Auftraggeber. So. Und dieses Manifest schicken wir allen Leuten, wenn sie von uns einen Pitch wollen. Wir machen nämlich auch keine Pitche, dazu gleich noch. Und dann sagen wir das, dann lese ich das mal durch. Und dann wissen sie, mit wem sie es zu tun haben. Das ist alles banal. Ich hatte die auch viel schärfer formuliert, aber meine Kollegen haben es wieder etwas runtergeschraubt. Ich glaube, es ist aus dem Englischen rückübersetzt wieder, was auch nicht immer gerade den Sinn schärft. Aber spätestens da sind da manche schon gesagt, ach, über Geld redet man ja nicht. Also nur, wenn sie einem was wegnehmen wollen. Und das Schlimmste sind ja die Auftraggeber, die sagen, ja, was sagen Sie doch mal so, was das so ungefähr, Sie haben doch ein Budget, oder? Sagen Sie mal, wie viel Geld Sie haben und dann sagen wir, was Sie dafür kriegen können. Wenn Sie 20.000 haben, kriegen Sie für 20.000, was Sie 200.000 haben, kriegen Sie 10 Mal so viel, ist ja wohl klar. Ja, aber vielleicht so, in den Amerikanern sagen wir Ballpark, also wisst ihr, Ballpark ist das der Spielfeld, so vom Anstoß bis zum anderen Tor, finde ich völlig unseriös, machen wir nicht. Wir machen auch keinen Pitch, schon gar keinen Umsonstenden, weil umsonst, wir können ja nicht umsonst arbeiten, wo gibt es denn sowas? Ich gehe dreimal essen und zahle dreimal nicht und sage, es hat mir nicht so richtig geschmeckt irgendwie. War nicht so richtig. Machen wir nicht. Aber man kann ja nicht nur Nein sagen. Dann ist man ja Spielverderber. Ja, dann, also sagen wir, okay, wir machen nichts umsonst, aber wir machen schon was umsonst. Nämlich wir denken nochmal drüber nach. Das heißt, wir machen, was da links steht. Wir gucken uns mal Ihr Briefing an. Also erstens mal reden wir überhaupt nur weiter, wenn wir mit den Entscheidern bei Ihnen reden, also nicht mit irgendjemand in der Poststelle oder beim Einkauf, sondern mit denen, die wirklich nachher Ja oder Nein sagen. Wenn das die CEOs sind, die ganz oben, dann müssen wir mit denen reden. Und wenn dann die Auftraggeber sagen, ja, aber unser CEO hat keine Zeit, sag ich, ja, tut uns leid, haben wir auch keine Zeit. Das ist ganz einfach. Wenn der entscheidet, müssen wir mit dem reden. Oder ich meine, wie kann man Entscheidungen delegieren an Nicht-Entscheider? Geht nicht. Das Zweite ist, Sie müssen uns besuchen kommen. Also wenn Sie nicht Interesse daran haben, mit wem Sie da arbeiten wollen, geht nicht. Also das sind ja alles Blind Dates. Irgendwie. Man soll sich im Dunkeln treffen und dann gleich heiraten und 3 Kinder machen? Nee, das geht schon mal nicht. Ja, da haben wir keine Zeit. So, ja, tut uns leid, können wir nicht mit Ihnen arbeiten? Die Zeit müssen Sie schon haben dafür und so weiter. Und dann aber, dann sagen wir, Sie müssen ein schriftliches Briefing haben. Dann wird es mal schon sehr ruhig am Ende vom Telefon. Ja, wir haben Sie gedacht, Sie machen da mal so ein paar kreative Skizzen. Ja, kreative Skizzen machen wir hier auch. Da müssen Sie ins Malergeschäft oder irgendwo hingehen oder sich einen Graffiti-Artist holen. Wir machen die Arbeit. Und wenn Sie uns dann ein Briefing schicken, dann schicken wir Ihnen das Briefing zurück. Das Briefing ist ja schon ganz nett, aber wir wissen, wo Sie es abgeschrieben haben. Das haben wir alle schon 100 Mal gelesen, man kennt das ja. Die haben da Corporate Design, das steht immer drauf, Lastwagen und Briefbogen. Das wollen Sie aber alles gar nicht haben. Wir haben gar keinen Lastwagen und schreiben auch keine Briefe mehr. Aber es steht immer im Briefing immer noch drin. Und dann, das kriegen Sie umsonst zurück. Also nicht natürlich umsonst, das kriegen Sie kostenlos zurück, ein Rebriefing. Und dann, manchmal geht es weiter, dann kommt das berühmte Creative Opening. Das ist jetzt, weil es oben drüber Englisch, Deutsch und Holländisch steht, ist das auf Englisch geblieben. Das heißt, da zahlen Sie Geld. Ich habe es letztens gerade gemacht für eine, tut mir leid, horribile dictu, sagt der Lateiner, eine Bank in Amiland, Silicon Valley Bank, für die wir jetzt gerade arbeiten. Die sind aber gute Bank. Muss man mal dazu sagen heutzutage. Naja, wir über Banken reden alle so, als wenn wir keine nötig hätten. Leider brauchen wir sie ja, sonst wären sie nicht gerettet worden. Also die haben wir einfach überredet. Das hat, glaube ich, $25.000 gekostet. Sagt, okay, wir machen mal so. Die sagen auch, ja, wir wissen nicht genau, was wir wollen. Die wissen bis jetzt noch nicht, was wir wollen. Haben wir schon 100.000 bezahlt. Wir machen euch mal so eine Idee. Wir machen mal eine Sache. Eine Idee, wie wir uns vorstellen, dass euer Erscheinungsbild aussehen könnte demnächst. Und dafür haben sie $25.000 bezahlt. Das war mit 2-3 Leuten schon am Ende, waren schon 2 Wochen Arbeit. Also es war also nicht so, dass uns das so beim Pinkeln eingefallen ist. Es hat schon Arbeit gemacht. Und das ist das Creative Opening. Und dann können Sie das nehmen oder nicht. Und das hat Ihnen gefallen. Sie haben es zwar nicht verstanden, aber Sie haben gemerkt, dass wir irgendwie was können und dass es Ihnen gefallen. Das reicht ja. Das war der Sympathiebeweis. Also man war mal abends aus, hat sich gut unterhalten. Einer von beiden hat bezahlt, wie es sich gehört. Und jetzt geht's weiter. Also umsonst ist nichts. Was ich so mache bei uns, hat sich auch ausgedehnt im Laufe der Jahre. Ich hat mir neulich jemand gesagt, ich kuratiere die Leute. Ich mache kaum noch richtige Arbeit, ich mache sowas. Ich publiziere kleine Heftchen, die uns demnächst in den Vertrieb gehen, die in mehreren Sprachen existieren. Und wie ihr seht, ist das auch mein Motto natürlich. Wer geschwinder redet, geschwinder spricht, wird einen Vorteil haben. Das sind kleine Heftchen, wo ich Sachen publiziere, die ich immer schon toll fand. Die werden aus Schriften gesetzt, die bei uns im Hause entstanden sind. Das ist übrigens aus dem Mark Twain, der da den Leuten die schreckliche deutsche Sprache erklärt. Oder die Bosch-Stunts, die wir gemacht haben.
Also es ist so eine Art Schriftmuster in der Mitte und vorne hinten Texte, die ich einfach toll finde. Ob die von Mark Twain oder Kleist sind oder von mir. Oh, das war ja auch wieder peinlich in einem Zusammenhang, um Gottes Willen. Bisher gibt es von mir noch nichts, nur die Vorworte. So bescheiden mich dann doch schon noch. Aber weil ich mein Leben lang immer schon so gerne... Wie viel Zeit habe ich? Kann man auf die Uhr gucken? Ich habe es jetzt völlig übersehen. Hier. Eine Minute? Das ist aber wenig. Nein, ich bin ja gleich fertig. Weil ich so viel und so gerne rote Büchlein machen, gab es irgendwann als Metadesign, hätte 25 werden sollen, dieses Geschenk von meinen Kollegen. Bin ja auch schon fertig. Ich habe es mit nach, so ein großes Plakat, habe es mit nach Hause genommen, fand ich da toll und habe dann erst 3 Tage später gesehen, wer der junge Mann mit den Haaren da ist. Weil ich sehe mich natürlich selber nicht mehr so behaart, ist ja klar. Aber weil ich eben gerne rote Bücher mache. Das ist eine taubstummen Schule aus Peking irgendwo. Weiß der Himmel was. Also wenn ich jetzt durch bin, dann bin ich jetzt durch. Und jetzt würde ich nämlich noch ein paar Beispiele haben, aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Kennt ihr sowieso, könnt ihr auch alles nachgucken. Ja, ich habe mich irgendwie verplaudert. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte vorhin noch was, ich wollte noch was Tolles sagen, weil der Marc hatte gerade im ersten Satz übrigens über den Economist geredet mit einer, Herr Spiekermann. Ich habe den Economist vor 11 Jahren neu gemacht, das wird jetzt 12 Jahre fast. Und ich habe da voriges Jahr angerufen zum 10. Jubiläum. Und sagt, shouldn't we do something together? Und sagt, we don't think we need you. Everything is perfect. Also das heißt nachhaltig. Nach 10 Jahren ist dieses Scheißblatt unverändert und ich kriege da keinen Job mehr. Also irgendwas ist da auch falsch, oder? Was habe ich? Ich meine, da muss man was Neues. Könnt ihr nicht das Format ändern oder nochmal eine neue Schrift ausprobieren? Nee, die sind total happy, die Leser auch. Als wir angefangen haben, waren es 500.000, inzwischen verkaufen 1,5 Millionen. Also irgendwas habe ich richtig gemacht, offensichtlich. Na gut, also super, ganz gut, den Supermarkt machen wir schnell, kennt ihr sowieso nicht. Ich frage mich nur, warum die hässlich sein müssen. Aber es gibt ja auch so Sachen. Das sind zum Beispiel anthroposophische Besitzer. Also Leute mit Geschmack und Gestalt, die relativ 400 Supermärkte haben in der Mitte Deutschlands. Und früher hatten die mal, das habe ich 1902, ich weiß, 0 Minuten. 0 Minuten, ja, hat recht. Ist. Aber ich hab ich wirklich genommen, 15 Jahre angefangen? Was? 5 drüber. Darf ich drüber? Nee, sind Sie schon. Bin schon drüber, dann muss ich jetzt aufhören. Pecht, dann muss ich nur noch sagen, dass das eine Ellipse ist, wisst ihr ja. Das hat nämlich den einen Vorteil. Vorher waren das Quadrate im alten Erscheinungsbild von denen und Punkte. Aber wenn man zu Anthroposophen geht und sagt, die Super-Ellipse von Piet Heyn 1953 erfunden, weiß ja jeder hier, ist einfach so ein Körper, der keine Ecken hat, aber auch nicht richtig rund ist, da waren die Anthroposophen schon begeistert, schon was verkauft. Also man muss manchmal auch das, die Gestaltung nach dem Auftraggeber machen. Den Rest habt ihr gesehen. Wie es sich bei uns gehört natürlich, hat das hinter diesem wunderbaren schönen Bild, das macht immer Spaß für sowas zu arbeiten, so Schweinebauchgeschichten zu machen. Hat natürlich alles Hand und Fuß, also hinter diesen so locker erscheinenden Ellipsen gibt es natürlich jede Menge Regelwerke, wie man sie anordnet, es ist alles in Templates gebastelt, denn das kann man nicht zufällig machen. Versucht mal zufällig solche Punkte zu verteilen, das sieht immer scheiße aus. Da braucht man 3 Tage für, deswegen ist es besser, wenn man die Regel dafür hat. So, mehr mache ich nicht. Ich habe noch 3 Jobs hier, aber die könnt ihr euch auf der Website angucken. Darf ich noch einen kleinen, ich zeige noch einen kleinen Film, halt, das mache ich doch noch. Ich kann ja, die können mich ja nicht hier wegtragen. Können Sie schon, aber könnt ihr mal versuchen. Also. Erscheinungsbild für ein Theater in Holland und damit ist Schluss. Ich bin ja so nur die Aufwärmgruppe für Stefan. Du hast deinen eigenen Computer, ne? Kann ich meinen mitnehmen? So, jetzt seid ihr warm. Schönen Dank. Gibt es denn Fragen? Ich habe keine Zeit.
geilen Sachen für Red Bull zeigen, weil es ist so cool. Da haben wir nämlich aus einer Website auch Plakate, alte Plakate, die gedruckt wurden. Auf Papier, die hingen an Wänden nachher. So was gibt's noch. Toll, ja. Fragen? Ich habe ja Zeit, ich fahr erst morgen früh wieder weiter. Jetzt ist schon Schluss leider. Wie heißt der Leute? Der Case ist auf der Staging-Site bei uns, den kann man, könnt ihr noch nicht offiziell sehen, aber müsst ihr den Chef fragen. Ich habe die Plakate hier. Mir tut's nicht weh. Na, guck mal hier, sind sie alle. Wo ist das? Geht jetzt nicht an, nee, tut mir leid. Okay. Sonst niemand aus dem Publikum, der noch was wissen will? Tatsächlich, Sie lassen diese Gelegenheit jetzt verstreichen, das kann ich nicht glauben. Ich habe eine Frage, wo ist denn das neue Büro? In der Potsdamer Straße, im ehemaligen Gebäude vom Tagesspiegel. Ah, sehr gut. Das hat einen großen Vorteil, unsere Abkürzung für jeden Spiegelmann ist ja ESPI, also ESPI, so nennen wir uns intern. Und Tagesspiegel haben so eine riesen Leuchtschrift, die ist ungefähr 100 Meter groß, auf drei Seiten oben im 9. Stock. Und da knipsen wir nur ein paar Birnen aus und dann bleibt der ESPI stehen. Und die ist denkmalgeschützt, die dürfen sie nicht abbauen, ist auch cool, oder? In der Potsdamer Straße so eine Gegend, so ein bisschen nuttig, also das kommt jetzt. Das wird jetzt teurer, wenn wir da einziehen, ist ja klar. Wenn die Designer kommen, sind die Mieten im Eimer, das weiß man ja auch. Ja, ihr habt keine Zeit mehr für die Plakate, tut mir leid. Nächstes Mal. Okay, ja. Ja, die Antwort ist sehr einfach. Die ist wirklich ganz einfach. Wir haben das Gleiche gemacht, was Boris vorhin erzählt hat. Wir sitzen andauernd und sagen, bitte? Ach so, wo denn die Verantwortung ist, wenn man zum Beispiel wie so ein Auftraggeber für Red Bull arbeitet. Oder könnt ihr viele andere Auftraggeber auch nennen. Also wenn wir nur Auftraggeber nehmen würden, die gut und edel und hilfreich sind und ihren Müll aufessen, statt wegzuschmeißen und so weiter, dann hätte ich, glaube ich, vielleicht zwei Leute und einen Hund. Und ich habe aber die Verantwortung über 60 oder 100 Arbeitsplätze und die Diskussion haben wir andauernd. Also es gibt sicherlich einige Unternehmen, die Extremen, also wenn jetzt Zigaretten kämen, würden wir sagen, obwohl bei uns auch noch einige rauchen. Es gibt sicherlich einige Branchen, also für Kinderschänder machen wir keine Websites, das ist ja wohl klar. Aber da ist genau diese Diskussion, die ich übrigens mit meinem Sohn auch immer habe, weil ich bin ja ein Böser für ihn, der ist ein guter, arbeitsloser Musiker, ist ja klar, tut niemand weh. Papa zahlt die Miete, ne? Das muss ja irgendwo herkommen. Also dann sage ich, entweder lehne ich den Job ab und es gehen 5 Leute nach Hause, die Frauen Kinder haben, oder ich nehme ihn an. Und wenn das nicht gerade Verbrecher sind, ich trinke das Zeug von Red Bull natürlich garantiert nicht. Die zwingen uns auch nicht dazu, aber sie sind erstaunlich tolle Auftraggeber. Man kann nämlich machen, was man will, solange die ja Musik und Sport sponsern, die treten auch ziemlich in den Hintergrund, die lassen uns machen, was gut ist oder was wir für gut finden. Und ich kenne solche Auftraggeber nicht. Dass ich ihr Gesöff deswegen nicht gutieren muss, ist eine ganz andere Frage. Aber ich muss da einwandfrei sagen, wenn es nicht gerade Verbrecher sind und wenn es darum geht, ob ich Arbeitsplätze erhalte oder zu einem Auftraggeber Nein sage, dann immer die Arbeitsplätze erhalten, wie gesagt, im Rahmen. Wobei wir eine ganz einfache Regel haben, auf Englisch heißt es, we don't work for assholes, wir arbeiten nicht für Arschlöcher. Und wobei Arschlöcher eher die Personen sind, wir haben es auch gerade gehört, die Firmen können ganz, ganz blöde sein, dann arbeitet man mal mit Menschen, das sind gute Leute. Ich habe auch bei den dümmsten Auftraggebern, ich habe keine mehr, wir hatten früher mal doofe Auftraggeber, ein paar haben wir dann entsorgt, da sind auch wieder gute Leute. Und mein einfaches Motto ist, nie für Arschlöcher arbeiten. Das heißt, für Leute arbeiten, die ihre Arbeit gerne machen, die uns wie vernünftige Menschen behandeln und dann macht die Arbeit Spaß. Und da kann ich mir die Frage nehmen, wenn die alle für uns nur für die absolut guten Waren arbeiten würden, wären wir alle morgen Abend arbeitslos sein. Das tut mir wirklich leid. Ich wüsste niemand, der Economist ist eine ziemlich rechtsliberale englische Zeitschrift, würde ich für die arbeiten freiwillig, teile deren Politik überhaupt nicht. Aber es war ein toller Auftraggeber. Das ist aber, wir haben die Verantwortung der Auftraggebern gegenüber und auch den Leuten gegenüber eben diese Haltung zu haben, die wir haben, dass wir nicht jeden Scheiß mitmachen, nicht immer Ja und Amen sagen. Das halte ich, das würde ich als Verantwortung beschreiben. Vor allen Dingen meinen Kollegen gegenüber. Wir haben alle Frauen und Kinder und Hunde. Immer mehr Kinder, wir haben schon wieder 3 Schwangere. Und 3 im Mutterschutz, deswegen werden wir immer größer. Weil die 3 kommen weg und dann kommen sie wieder zurück ein Jahr später. Dann sind schon wieder 3 andere da und dann wachsen wir jedes Jahr so um ein paar Leute. Aber... Danke. Ja, für mich schon. Meinst du? Wir gehen jetzt wohl gleich nach Hause alle, ja.
Na, also wenn ich mich einklinken darf, ich finde das schon zulässig, auch von einer Verantwortung nach innen zu sprechen und nicht immer nur dieses Sendungsbewusstsein nach außen und Verantwortung als großes gesellschaftliches Thema. Ich finde, es fängt ja auch letzten Endes da an, wo man den eigenen Arbeitsethos feststeckt. Und insofern ist die Frage für mich jetzt eigentlich zulässig beantwortet gewesen. Es ist ja auch, also das Thema wurde ja auch schon von verschiedenen anderen Teilnehmern ganz anders beantwortet. Insofern heute ist ein sehr vielfältiger Abend. Vielen Dank, Erik Spiekermann. Ich leite über.